Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und wir haben jetzt Sonntagabend um 20 Uhr. Anna ist auch mit am Start. Servus. Und wir warten jetzt noch auf eine Freundin und holen dann noch eine andere Freundin ab, denn für uns geht's heute nach London. Genau, wir fahren mit dem Auto und wir nehmen euch natürlich mit. Wir sind auf dem Weg zur Haltestelle King's Cross, weil da gucken wir uns Plattform 9 3 Viertel an. Das Harry Potter Fans müssen das tun. Und ja, dazu geht es noch weiter runter. Jetzt mit der Etage Nummer, ich glaube 4, unterhalb vor der Haltestelle Bank. Ja, und wir müssen mit den Autos einfahren und das wird ganz spannend, glaube ich. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. So Freunde, wir haben hier den originalen Bogen vom Gleis 9 3 Viertel gefunden. Anna ist auch am Start. Und ihr seht hier noch die Risse in der Mauer, wo Harry Potter mit vollem Anlauf reingesprintet ist. Ja, deswegen steht da auch dieses Schild, dass man... Muss hier aufpassen. Ja, Freunde, man soll es kaum glauben. Wir haben den Nachbau vom 9 3 Viertel gefunden. Im Internet steht ja auch, es stehen sich immer viele Leute an, ihr seht. Also da stellen wir uns jetzt nicht an für ein Foto. Aber es ist ganz lustig, ihr kriegt hier so Accessoires. Da hinten umgehängt, einen Schal umgehängt und Zauberstab in die Hand und so. Also das ist schon ganz lustig, aber wie gesagt, wir haben jetzt gleich auch Richtung 8 Uhr. Wir werden nochmal in den Shop gehen, aber das hier ist halt echt too much. Gell? Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, was es da gibt. So, wir sind jetzt hier im Harry Potter Fanshop. Anna ist in ihrem Paradies. So, wieder auf dem Weg ins Hotel und Mädels, über der Tag. Anstrengend. Und voll. Was ist das? Skittles Giant. Und Sabrina hat geshoppt. Anna hat auch geshoppt. Ein klein wenig. Wir haben alle sehr betreten. Typisch Frauen. Was war heute dein eindeutiges Lieblingsgeschäft? Harry Potter Fanshop. Wir sind alle verwundert, dass es nichts mit Förstern war. Sabrina und die Liebe zu Förstern. Ja, und jetzt geht's mit der Hammersmith Line, Grüße gehen raus an Motorhead, ins Hotel. Gell? Und Mensch, schlafen wir alle zusammen im Zimmer heute? Yay! Ja. Es wird eng und kuschelig. So Freunde, Abreisetag heute. Wir sind gerade dabei und checken hier im Plaza aus. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein Taxi kriegen, weil wir wahrscheinlich etwas viel gebummelt haben und unser Zeug zum Parkplatz kriegen müssen. Wir haben oben bei so einem Einkaufszentrum geparkt. Ich zeige es euch gleich nochmal. Was macht die Brille hier schon wieder, Leute? Und dann gucken wir mal, dass wir zurück zur Fähre fahren. Drei Tage Westfield-Fahrkurs. Der nimmt aber keinen. Ah, du kannst probieren, vielleicht nicht. Nee, bevor es verschwunden ist, wenn er nicht belegt. Warte mal. Frau Penny. Thank you.
so, Freunde, wir stehen jetzt hier in Dover und warten tatsächlich darauf, dass die Fähre kommt. Wir haben das Gefühl, dass wir eventuell ein bisschen spät sind und auf die nächste Fähre warten müssen, aber das ist ja nicht tragisch, die fahren ja jede Stunde. Und ja, ihr habt jetzt mal kurz gesehen, wie es hier aussieht. Wir warten jetzt darauf, dass wir einchecken können und auffahren können und dann gucken wir mal weiter, wann wir in Calais ankommen. Aber guckt euch mal den herrlichen View hier an. Sonne scheint, das Wetter ist super, die Möwen tanzen ums Auto rum. Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall nochmal ein schönes Stückchen. So, Freunde, wir sind jetzt auf der Fähre. Hier hinten seht ihr Dover, hier seht ihr Anna, an der Stadt. Und bei uns geht es dann gleich hinten raus. Bisschen beschlagen hier, aber ihr seht, guck mal hier. Vielleicht gehen wir nachher mal hoch und gucken. Mega. Wir kommen gerade in Calais an. Guckt euch mal hier die Skyline an, während wir in den Hafen einfahren. So, jetzt geht es raus aus der Fähre. Hinten wird schon abgeladen gleich. Und dann ja, geht es nach Calais rein und dann weiter Richtung Heimat, Freunde. Halb zehn los. Auf geht's durch Frankreich. Mit Dach um 4, 5. Ja, Freunde, Mittwochnacht, 3 Uhr, oder wir haben schon Donnerstag, 3 Uhr, 15. Papa ist zu Hause. Vielen lieben Dank an Anna, die hat mich nach Hause gefahren. Und wenn euch das Video gefallen hat, egal ob morgens, mittags oder abends, lasst dem Video ein Like da und ja, kommentiert auch gerne, was euch am besten gefallen hat, dieser Videoreihe. Und abonniert natürlich den Kanal. Abonniert den verdammten Kanal.